Hallo und herzlich willkommen, da bin ich wieder, euer Cornelius von Cornel und wir spielen heute wieder mit Eden. Nachdem das beim letzten Mal ja ein bisschen in die Hose gegangen ist, wir haben eine Forget-Me-Now-Pille, wir haben den Black Lotus und das war's. Der Cursed Skull, der ziemlich scheiße ist, wir haben 2 Damage, das ist okay. Eine gute Shot-Speed wahrscheinlich, aber richtig schlechte Tiers ab. Ja, es ist ein relativ unspektakulärer Lauf. Das Einzige, was cool ist, ist die Forget-Me-Now, die wir, glaube ich, nach der zweiten Ebene einsetzen werden, weil wir dann eventuell eine Chance haben auf einen erweiterten oder auf einen doppelten Devil-Deal oder überhaupt, ja doch, auf einen doppelten vielleicht. Mal gucken. Auf jeden Fall werden wir dadurch mehr Devil-Deal-Chancen haben im gesamten Lauf, denke ich. Die Tech-Fly ist richtig cool. Muss ich ein bisschen vorsichtig mit sein, aber alles in allem richtig stark, richtig nice. Upsa. Ja, gegen so flinke Spinnen ist sie jetzt nicht ganz so cool, aber so. Ja, ist sie schon, aber ist natürlich immer ein bisschen Gefahr dabei, dass sie dich dann auch treffen. Ja, viel besser der Broken Magnet, viel besser als der Cursed Skull auf jeden Fall. Wenn wir jetzt einfach kurz. Jups. Da können wir dann auch sehr gut benutzen, die Attack Fly hier bei den Gegnern. Wenn wir jetzt einmal kurz warten, können wir ihn auch ohne Probleme raustaken aus seinem Leben. Wunderbar. Eine Empress-Karte ist auch gut. Können wir beim Boss benutzen, je nachdem welcher Boss kommt. Vielleicht kommt ja The Haunt und dann haben wir auf jeden Fall ein starkes Machtinstrument gegen ihn. Allgemein, wenn wir da, der Boss wird schon relativ, er dürfte relativ einfach werden mit der Attack-Fly. Ja. So. Na, Pin. Sehr nice. Sehr nice. Sehr nice. Den haben wir gut rausgetaked. Ich bin jetzt zwar ein bisschen genervt. Genervt ist übertrieben. Ich bin ein bisschen. Also, das Backtracking ist jetzt doof. Und das macht man im Grunde nicht so gerne. Oder ich zumindest nicht so gerne. Aber ich werde jetzt hier noch einmal zurück backtracken und gucken, ob hier vielleicht ein Zacki-Zacki-Raum ist. Okay. Ein schwarzes Herz. Ja, wenn wir zuerst nach rechts gegangen, hätten wir uns die Zeit jetzt sparen können. Wir haben 2 Bomben. Die Blutbank auf der nächsten Ebene ist nicht so wichtig. Machen wir uns mal jetzt nicht ins Hemd deswegen. Ich könnte die ganzen Puphaufen hier noch kaputt schießen und gucken, ob ich eventuell 5 Cent irgendwie dadurch kriege. Aber seien wir mal ganz ehrlich, ist jetzt nicht so wichtig. Bossrush-Mod ist sowieso jetzt erstmal nicht unbedingt das allergrößte Thema in dem Lauf hier, weil wir eine Ebene doppelt machen. Wenn wir eine Ebene doppelt machen, ist es im Großen und Ganzen erstmal nicht unbedingt das Thema. Super, jetzt sehen wir den Geheimraum. Das ist nämlich schon eine gute Sache. Eine Batterie können wir jetzt nicht gut gebrauchen. Ich hoffe auch, dass wir kein gutes Spacebar-Item hier kriegen, weil dann ist die Forget-Me-Now-Pille halt immer ein bisschen schmerzhafter, als wenn du kein gutes Spacebar-Item hast. Wenn du kein gutes Spacebar-Item hast, dann ist es einfach nur, du brauchst ein bisschen mehr Zeit. So. Wenn du ein gutes Spacebar-Item hast, dann ist es, ja. Ich muss dich zurücklassen. Mein Bruder. Bleib stark, auch ohne mich. Tschüss. Und dann, forget me. Forget me now. Ja, so ungefähr funktioniert das dann mit dem Spacebar-Item, wenn du dich verabschieden musst. Die Conquest West Waffy Tears sind okay, sind die Gegner manchmal verwirrt, ist jetzt kein Highlight-Item, aber ist ein Item, mit dem man auf jeden Fall kann man nehmen, muss man aber nicht. So, was haben wir hier drin? Ein Automado. Schade, dass man die nicht verschieben kann, weil dann hätte ich mich jetzt in den Shop gesprengt, denke ich. Er hat mir echt doppelt Damage. Nervig. Hallo, The Haunt. Meine Attack Fly ist gerade ein bisschen scheiße positioniert. Jo, er hat das überlebt. Wie hat er das denn gemacht? Jo. Ich krieg so viel Damage. Mist. Okay, komm. Upsa. Bisschen zu viel Damage genommen. Aber meine Güte, kann man nicht ändern, ist jetzt passiert, passt alles.
Boah, fliegen für... Oh. Ich muss es nehmen, sonst kriege ich richtig dumme... Oh. Oh, ich weiß nicht, ob das wirklich... Ob es das wert war. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich habe keine Lust auf Angel Deal zu gehen. Wirklich, das ist einfach... Es tut mir selbst ein bisschen leid, aber ich kann es einfach nicht. Das ist nervig. Es ist doch einfach nur nervig. So, wir haben alles gemacht, was wir machen wollten. Forget me now. Komm, forget me. Ja. Es macht keinen Sinn mehr. Bitte vergess mich einfach. Ein Zacki-Zacki-Raum. Ein Zacki-Zacki-Raum. Der Zacki-Zacki-Raum zeichnet sich aus, indem er manchmal gute Items beinhaltet. Wie zum Beispiel in diesem Fall. Ein Zacki-Zacki-Raum mit 9 Leben. Das ist das Beste, was du in diesem Moment bekommen kannst, Cornel. Ich weiß, danke. Manche sagen, ich habe viel Glück, dass ich jetzt da 9 Leben drin habe. Oh, ich habe mich vertan. War Guppys Koller. Ja, es ist nicht ganz so einfach, durch die Türen zu gucken. Ich bin natürlich jemand, ich habe das perfektioniert. Ich bin ein professioneller Durch-die-Tür-Gucker. Das hat mir sehr viele schöne Stunden in meinem Leben bereitet. Immer, wenn ich irgendwo zu Besuch war. Und die Dame, junge Dame, deines, reden wir nicht weiter drüber. Auf jeden Fall, das ist ein scheiß Item. Ja, nehm es mit. Nehmen wir dich mit. Wir sind ja nicht so. Dankeschön. Guppys Koller ist gut. Guppys Koller ist gut. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, die Guppy-Items in letzter Zeit, ich will jetzt nicht sagen, dass sie, also sie kommen relativ viel und oft in den letzten Läufen. Das hatte ich jetzt schon lange nicht mehr. Wobei, im letzten Lauf hatte ich auch wieder nur 2. Aber da war der Lauf ja noch nicht zu Ende. Da habe ich es halt verkackt, ne? Da habe ich... Oh, Fistula. Wie lange ist das denn her, dass ich mal Fistula hier hatte als Boss? Eigentlich ein Boss, den ich ziemlich einfach finde. Wo es jetzt ein bisschen schade ist, dass ich getroffen wurde. Ich hoffe, ich kriege eine AP ab, falls wir einen Devil Deal kriegen. Aber die Chance auf einen Devil Deal, da wir auf der letzten, wenn man auf der letzten Ebene einen Devil Deal hatte, dann hat man zwar die Chance auf einen Devil Deal erhöht, aber es ist relativ unwahrscheinlich, dass du dann direkt auf der danach folgenden Ebene wieder einen Devil Deal kriegst. Ja. Wollen wir noch die Ebene weiter erkunden? Wir sind in der Zeit, also von der Zeit her eigentlich echt gut unterwegs. Wir könnten in den Shop gucken. Mache ich vielleicht auch, weil wir kein Spacebar-Item haben. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, uns die Black... Oh. Oh, nice. Ja, wir gehen auf jeden Fall in den Shop. Vielleicht haben wir die Möglichkeit auf die Blue Candle oder so. Oder Black Candle. Ich wollte eigentlich Blue Candle sagen, aber... Ja, die schwarze Kerze würde ich natürlich auch gerne mitnehmen. Aber die blaue Kerze wäre schon cooler. Oder die rote wäre auch cool. Gehen wir da rein, in doppelten... Ich glaube nicht, oder? Speed up ist sehr gut. Gehe ich da rein? Nein, ich will in den Shop. Auf jeden Fall will ich in den Shop. So, Shop geht über alles. Von daher... Oh, eine Joker-Karte. Das wäre natürlich ziemlich nice. Bob's Rotten Head. Nehm ich gerne mit. Ich mag Bob's Rotten Head tatsächlich. Ich finde es echt gar nicht so ein schlechtes Item. Hätte der Geheimraum sein können, meine Güte. Curse of the Maze. Entschuldigen Sie, ich würde gerne in den Shop da. Da ist die... Humbling Bundle ist richtig stark, aber ich nehme die rote Kerze mit. Wenn ich schon so viel darüber gesprochen habe, über diese Kerzen, dann möchte ich sie auch mitnehmen. Ich mag das nämlich eigentlich ganz gerne, mit den Kerzen mal zu spielen. Das macht man auch nicht so oft. Deswegen. Ist eigentlich eine ganz coole Sache. Da wurde ich nicht getroffen. Das war auf jeden Fall ein guter Move. Ups. Upsa. Okay, wir haben leider keine Karte. Aber damit werde ich schon... Oh mein... Echt? Ist das gerade wirklich passiert? Und er ist einfach in die Flamme zurückgeflogen. Sehr schön. Ich habe 3 Bomben.
Nice. Könntest du einfach sterben? Boah, ich hasse diese Gegner, wirklich. Luck Up ist richtig gut. Ich habe ein bisschen, um ehrlich zu sein, ich habe ein bisschen gehofft, dass ich eine... Ich habe ein bisschen gehofft, dass ich eine Balls of Steel Pille kriege, aber vielleicht kriege ich die noch. Warten wir mal ab. Was ist nur los mit euch? Ha, ich werfe die Kerze komplett vorbei, aber das ist bei den Gegnern auch ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein. Weil sie so klein sind und 10 Bomben. Ich kann ja eh nichts dagegen tun, meine Güte. Was soll ich machen? Mom's Key. Mom's... Wow, nice. Alter, ich werde echt verwöhnt, ne? Ich werde... Hab ich... Ich werde echt verwöhnt. Die rote Kerze, Mom's Key, meine Güte. Jetzt bräuchte ich nur noch Guppy's Tail. Dann wäre mein Leben perfekt. Das war... Oh, das war richtig blöder Damage, weil ich einfach nur... Ich krieg so viel Damage, weil ich ungeduldig bin. Ungeduld ist so eine ekelige Eigenschaft, die ein Mensch haben kann. Wirklich. Und ich bin richtig ungeduldig. Und ich... Es tut mir auch so leid. Ich habe schon so viele Menschen deswegen... genervt und verloren und vor den Kopf gestoßen und... Wirklich. Ich bin einfach mega ungeduldig. Auch, weil das alles angeht. Ich bin einfach so ein richtig ungeduldiger Boy. Ein AP ab, gerne. Stirbst du? Was war mit ihm los? Kein Devil Deal, what the fuck? Aber wir haben... Hä, wo habe ich die Pille herbekommen? Jetzt habe ich meine Empus-Karte verloren, oh Mann. Lockdown. Oh, Tipple. Wow. Wow, Guppy's Tail! Ich hab's gerade noch gesagt. Die war gut gesetzt, die Kerze. Whoopsa. Wow, das war Glück. Aber Glück muss man auch haben. Ich tanze hier gerade ziemlich gut. Die Ausweichmoves waren ziemlich nice. Ich wusste selber nicht, dass ich die beherrsche. Aber gerne. Danke. So Horned, grüß dich. So Horned. Wow. Wie die einfach... Krass, ey. Wie die einfach meine Flamme überlebt haben, ne? Du stirbst! Nichts. Okay. Guppy's Tail. Ja, Mom's Key und Guppy's Tail ist eine Combo, die man machen kann. Ups. Wow, das war so ein dummer Gegentreffer. Das war so ein dummer Treffer, den ich da kassiert habe. Wahnsinn. Oh man, sowas wie Mitre wäre jetzt geil. Wo ich einfach ein bisschen entspannt sein könnte, weil ich dann durch die Kisten und so sehr viele blaue Herzen kriege. Das wäre wirklich eine schöne Sache. Schade, ja okay. Schade, dass der nicht getroffen wurde. Und, whoops. Das war ein, ich habe schon 2 Guppy-Items wieder, ne? Wow, 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 wow. Guppy in the house. Guppy in the... Oh, wie konnte der vorbeigehen? Woo! Okay. Warum ist er gestorben? Habe ich irgendwas an mir gehabt, dass ihn... Keine Ahnung. Keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Warum ist die Flamme da oben ausgegangen? Ich weiß nicht. 2 Schlüssel, eine Bombe, eine Münze. Sehr nice. Danke dafür. Whee! Relativ einfacher Raum, wenn man fliegen kann. Boah, mein Damage ist nicht so nice, ne? Muss man auch mal dazu sagen. Ich habe 20 Bomben, what the fuck? Ist hier irgendwas? Ein blauer Stein wahrscheinlich irgendwo. Aber ich sehe keinen. Ich glaube, dann ist ja auch keiner, oder? Nee, nee. Nice. Pheromone. Hm, naja. Hier die Dreier-Kombo sprengen wir noch weg. Ist das eine Joker? Eine Rules-Card. Ach, Manu. Hallo? Lockdown.
Lockdown will ich nicht haben. Ole, ole. Aber die Missing Page nehme ich mit. Ole, ole. Oh, komm schon. Nice. Keine Ahnung, wie der eine Typ überlebt hat. Und dann kriege ich da auch noch Damage, weil ich ungeduldig in ihn reinfahre, laufe, weil ich mir denke, ich habe eine Fliege. Guck mal. Die macht Damage. Guck mal. Oh, du machst auch Damage. So ein Mist. Ups. Okay. Wisst ihr? Das ist so Damage. Dumm. Einfach nur dumm. Einfach nur Kategorie dumm. Und das Problem ist, wenn ich Pech habe, wird es mich irgendwann wieder, auf kurz oder lang wird es dann wieder so sein, dass ich an eine Stelle komme, wo ich mir denke, okay, Junge, du darfst jetzt nicht mehr so viel Damage nehmen. Und dann komme ich an den Punkt, oh, ein Treffer und ich bin tot. Und dann, war's das. Die Flamme war richtig schlecht, ich weiß, aber... Hui. Undefined, undefined, finde ich grundsätzlich ganz cool. Aber kann ich jetzt nicht mit umgehen. Devil, Stars. Ja, Devil. Nehmen wir mal mit. Wie sieht es mit Boss Rush aus? Eher nicht. Eher unwahrscheinlich. Von daher... Lopatu, Mist. Ich dachte, ich treffe den ersten auch schon. Habe ich nicht. Ist egal. Wow. Ich brauche ein Guppy-Item, ne? Ein Guppy-Item. Was ist das denn hier? Eine Bibliothek? Ach, der Shop. Ich hätte auch gerne die PhD. Die PhD, ja. Ich hätte auch gerne PhD. Deswegen, tut es mir leid, lieber Automat, aber... Wow, nicht selbst bomben, das wäre ziemlich dumm. Ziemlich dumm? Ach, sowas könnte mir nicht passieren. So, Luck up. Sehr nice. Ich hatte übrigens irgendwann mal gefragt, so von wegen, ey, ich habe PhD genommen und ich habe keine Pille bekommen. Ey, was soll das? Voll doof, lalala. Und dabei habe ich nicht gesehen, dass die Pille, die ich bekommen habe, hinter den Shop-Besitzer gefallen ist. Also hinter diesen toten Typen da. Ihr wisst schon, wen ich meine. Der da in meinem Shop sitzt, wenn man ihn nicht wegsprengt. Ja, die ist einfach dahinter gefallen, so. Habe ich nicht gesehen. Das war ziemlich lustig. Ich habe ein bisschen gelacht, wisst ihr. So, aber es ist passiert, meine Güte. Bin ich dann auch nicht so salty, ne? Bin ich auch nicht so böse drum. War eine Erfahrung, wow. Mist. Aber er fliegt nochmal durch. Das ist schön. Könntest du eventuell... Ich sollte eventuell auch meine Tränen benutzen, ich weiß nicht. Man hat mir gesagt, Tränen sind in dem Spiel schon relativ nützlich, aber ich dachte mir, nein. Ich brauche keine Tränen, ups. Ich brauche nichts dergleichen, ich brauche nur eine Fliege und eine Kerze. Denn ein echter Mann braucht nur eine Fliege und eine Kerze und ein Spiel, das richtig schlecht ist. Krampus-Head ist nett, aber ich nehme lieber die Kerze mit. Und die Devil-Karte. Ich habe da auch noch irgendwo eine Stars-Karte, aber ich werde den Boss-Rush-Mode eh nicht erreichen. Von daher brauche ich nicht darüber nachdenken, ob ich eventuell mich da rausporten möchte. Ich kann das erklären, grundsätzlich. Ich habe ganz kurz darüber nachgedacht, ob die Kerze eventuell durch den Kackhaufen durchfliegen kann und... Dann ist mir aufgefallen, nein. Kann sie nicht. So, der Goathead ist cool. Gibt mir auf jeden Fall noch 1, 2, 3 definitive... ja, da kannst du jetzt auch mal... Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, bist du jetzt auch mal Kumpel genug, dass du da wirklich auch reinspringst. So, wir haben hier ein Luck-Upgrade. Das ist nice. Und wir haben hier Pheromone. Bekämpft euch! Das ist schon ein bisschen cool. Warum zum Teufel habt ihr euch nicht kaputt gefressen, ne? Warum? Hui, ein bisschen Geld gegen Probleme. Das ist gut. Ich habe auch ein rotes Herz, das ist auch sehr gut. Dann kann ich mir nämlich ein schönes Devil Deal auch ohne Probleme leisten. Und es ist, Mom's Key ist einfach so cool, weil du kannst Kisten aufmachen, ohne dass du Angst haben musst, dass du irgendwie...
ja, out of Schlüssel läufst, weil du kriegst einfach, ja, entweder einen goldenen Schlüssel, du kriegst einfach in jedem zweiten, in jeder zweiten Truhe 15 Schlüssel. Das ist einfach eine richtig nette Sache. Das war wieder so, oh nein, ey. Ich reg mich jetzt nicht darüber auf. Ich will mit meiner Kerze auch spielen, weißt du? Und die Gegner, die verarschen mich. Die verarschen mich. Woo! Ich glaube, ich habe dich gedisst. Larry Junior, nein, du warst, wer warst du nochmal? Du warst Larry, du warst, The Hollow. Hollow. Ja, ja. Es gibt so viele von euch, ich verwechsel euch schon. Way. Der Dark Bum wäre auch ein ganz gutes Pickup. Ups. Pickup. Erinnert mich irgendwie an. Es gibt Pickup, oder? Von Leibniz. Pickup. Doch. Müsste es eigentlich. So, guck mal hier. Ich habe eine Pfanne. Ja. Die Flamme hat gesessen. Boom. Chakalaka. Und boom. Chakalaka. Und boom. Luck up. Und wir sind in den Tiefen 1. Das heißt, ich gehe direkt mal zum Boss. Hallo, Gish. Guck mal. Im letzten Part habe ich Gish nicht mitgenommen. Was ein Fehler war. Er hätte mich wahrscheinlich gerettet. Aber, ja. Stimmt. Es tut mir voll leid. Ich wusste ja nicht, wie wichtig dir das ist. Wenn ich das gewusst hätte, warum mache ich so wenig Damage? Hier. Nimm meine Fliege. Boah, die ist echt stark, ne? Ist eigentlich besser wie ein... Ja, wobei. Ich glaube, in einem Ball of Bandages kann ich ein bisschen besser umgehen. Ich weiß gar nicht, warum. Dich brauche ich nicht, weil ich den das Goathead schon habe. Das Goathead. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich langsam auf Angel Deals wieder falle. Aber ich lasse sie einfach mal da. Und werde es jetzt nicht mitnehmen, weil ich brauche es nicht. Okay, ich brauche es nicht. Akzeptiert das. Akzeptier das, Teufel. Ich will trotzdem dein Freund sein. So ist es nicht. Dieses Item brauche ich einfach nicht. Okay? Ich brauche es einfach nicht. Das war dumm. Was habe ich gemacht? Warum gehe ich da schon wieder hin? Was ist los mit mir? Ich kriege schon wieder... Ich muss ein bisschen auf meine Herzen aufpassen. Ich weiß nicht genau warum, aber es ist einfach so ein Punkt, auf den ich... Ich achte sehr selten irgendwie da richtig drauf. Meistens läuft es schon, aber in so Momenten, wo es nicht läuft, wie im letzten Part oder auch jetzt hier, sollte ich ein bisschen schlauer spielen. Aber ich mache trotzdem die ganze Zeit meine YOLO-Moves, so hier, Kerze, Fliege, bla bla bla. Anstatt einfach mal eine Sekunde zu verweilen und dann halt auf sicher zu spielen. Nee, das ist nicht möglich für den Herr Cornelius. Boah, ich habe gar nicht gesehen, dass die Fliege geschossen hat. Okay. Kumpel, wie du überleben konntest, ist mir ein Rätsel. So, Guppy's Tail, könntest du mir eventuell auch ein paar Truhen geben? Ist nur so eine Frage. Wenn nicht, okay, ich möchte keinen Stress, bitte. Bitte Guppy's Tail, ich möchte keinen Stress. Ich möchte doch keinen Stress. Du, 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 du. Wo zum Teufel ist denn der Goldraum? Ohne Spaß jetzt, ne? Ohne Spaß. Warum habe ich 16 Bomben? Es ist einfach so viel. Speed up. Ja, nehme ich gerne. Wobei ich mich ja jetzt schon ein bisschen zu schnell finde, dafür, dass ich hier mit Kerze und Fliege spielen will. Weil irgendwie ist das so ein bisschen... Ich fühle mich so out of control. Ja, und ich kriege da wieder Damage. War wieder dumm. Ne, war wieder dumm. Aber gut. Yo! Ich hasse diese Gegner. Wirklich. Es ist richtiger Hass und jetzt bin ich wieder in der Situation, wo ich gleich sterbe und ich könnte heulen. Ich könnte einfach heulen deswegen. Wirklich, ohne Spaß. Es macht mich so traurig, dass ich so schlecht spiele. Womit habe ich das verdient? Dass ich so schlecht bin. Hier.
6 Options ist eine gute Sache, aber seien wir mal realistisch, ich habe nur noch Bomb 1, wo ich wirklich davon profitiere. Und ich habe PhD und ich kann jetzt 2 Pillen tragen. Und ja, das ist gut. Leute, das ist gut. Ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Aber das ist gut. Wie zum Fick hast du mich getroffen? Ohne Spaß. So langsam werde ich aggressiv. Habe ich ihn getötet? Ja. Ich habe ihn getötet. Ich habe es geschafft. Ja, hier ist wahrscheinlich auch irgendwo ein blauer Stein. Ich weiß noch nicht wo. Blauer Stein. Wo bist du, hä? Mann, ich hatte auch im letzten Lauf nicht so wirklich Damage-Ups, oder? Im letzten Lauf war ich... Ja, da war ich Samson, stimmt. Oder war ich Samson im letzten Lauf? Ja. Ich bin mit Samson gestorben, ne? Boah, ich war so gut. Es war so ein cooler Samson-Lauf. So ein perfekter Samson-Lauf. Und ich habe ihn verkackt. Ich bin so sauer auf mich selber. Mann. Wie kann man nur so... Wow. Wie kann man nur so schlecht sein? Das geht doch nicht. Vor allem bei dem Preis. Düpp, düpp. Sehr nice. Dankeschön. Whoops. Und Guppies. Infamy. Das ist ein Guppy-Item. Yeah. Ich habe übrigens... Wow, es war schon wieder so knapp. Ich denke auch nicht nach. Ich weiß einfach manchmal nicht, wie ich überhaupt überlebensfähig bin im echten Leben, wenn ich so dumm bin. Ich habe schon wieder mein blaues Herzchen richtig verschwendet. Wisst ihr, das ist so der Punkt. Das habe ich schon so oft gesagt, wegen diesen ganzen Fehlern, die ich hier mache. Deswegen werde ich auch keinen, ja, Motorrad fahren. Ich würde mich umbringen. Genau wie in diesem Spiel. Meine Ungeduld wird mich irgendwann umbringen. Ich laufe einfach in alle Gegner rein und denke mir, YOLO, ihr könnt mir eh nichts. Ich bin so naiv. Ich bin so naiv. Geld. Geld. Hier, blauer Stein. Ja. Nice. Womit habe ich das verdient? Ich weiß es nicht. Eigentlich mit nichts. Aber ich bin trotzdem dankbar. Ich sollte vielleicht diese Schädel in die Luft sprengen, aber... Meiste ist mir egal. Okay. Für 3 rote Kisten wäre ich sofort dabei gewesen, aber so... Der war nice, oder? Das war ein richtig krasser über die Bande Doppelflopper. Ich glaube, so nennt man die. Abel, grüß dich. Schön, dass du da bist. Dass es dich gibt. Ach ja. Abel, ich habe ein Lied für dich geschrieben. Das heißt, ich bin gleich tot. Ich hasse diese Gegner. Ich kann. Tötet euch gegenseitig, bitte. Wow, what the fuck, Alter. Die sind komplett außer Rand und Band. Ich bin tot. Ja, nice. Ich kann gegen diese Gegner nicht kämpfen. Ich kann es einfach nicht. Oh, Abel! Musst du mich so erschrecken? Yo! Er fliegt durch die Flamme durch. Als würde sie nicht jucken. Quick Hits! Hit! Ist hier ein blauer Stein? 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 Nein, nein, nein. Ist hier ein blauer Stein? Ist hier ein blauer Stein? Mir kann nichts passieren. Mir kann in diesem Raum nichts passieren. Bob, ich weiß, was ich gesagt habe. Oh mein Gott, werden meine eigenen Worte mir jetzt zum Verhängnis? Ich habe gesagt, ich nehme Bob immer mit, aber seht doch. Ich hol dich gleich, Bob, okay? Und ich werde dich nicht aus Versehen vergessen. Nein, nein. Ich verspreche dir das, Bob. Ich werde dich nicht aus Versehen vergessen. War irgendwas? Wer ist dieser Bob? Wodkatiten? Wodkatiten? Wer ist dieser Wodkatiten? Okay. Es ist alles gut. Ich werde sowieso 50 Mal wiederbelebt. Ja, das ist alles kein Problem. Alles kein Problem für mich. Läuft. Ich würde mich über einen Shop jetzt nicht beschweren. Aber in dem Shop ist es wahrscheinlich eh Greed. So.
Ist hier ein blauer Stein? Nein, 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 nein. Ist hier ein blauer Stein? Nein, 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 nein. Ist hier ein blauer Stein? Nein. Ist hier ein blauer? Wupp, wupp, wupp. Dup, 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 dup. Budibu, 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 budibu. Budibudi, das war super, 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 super Flamme. Super Tanne. Bam! Ich bin der Rapper der Nation. Jeder will ein Autogramm von mir. Aber ich bin Analphabet und deswegen kann ich kein... Was machen Analphabeten, wenn sie berühmt werden? Die können ja kein Autogramm schreiben. ja, ich weiß, war ein bisschen bisschen geschmacklos, weil Analphabeten können natürlich ihren... Die können, schätze ich mal, schon ihren Namen schreiben, oder? Ja. Oh, yo. Ich habe so... Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe so eine Angst, dass das mich abschießt. Ich habe auch einfach jetzt kein Glück, ne? Erst kein Skill und dann... Hi, Bob! Was machst du denn hier? Was? Haben wir uns schon mal getroffen? Nein! Das habt ihr sehr gut gemacht, Freunde. Wir sind doch Freunde, oder? Ich habe mich geheilt. Charm of the Vampire. Nice. Oh, kann ich nicht bitte mal so ein richtig blödes... Was ist jetzt hier los? Ich dachte, wir sind schon Weltmeister. Okay, warte, warte. Hier muss ich jetzt einfach nur die Bombe richtig platzieren und ein blaues Herzchen. It is cup to the pee, it is kakakapi, kakakapi, kakakapi. It's cup to the pee, it is kakakapi, kakakapi, kakakapi. Yo, das ist mein neuer Song, Leute. Jetzt auf iTunes. Und alle zu zusammen. Es ist kaka 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 pipi pipi. Gab zu dem Pi. Gab zu dem Pi. Es ist kaka kaka. Gab zu dem Pi. Kaka kaka gapi. Gapi ist super. Gapi ist stark. Gapi ist so wunderbar. Gapi ist super. Gapi ist schön. Gapi, ich mag dich. Ole. Es ist gab zu dem Pi. Es ist kaka kapi. Gab zu dem Pi. Kaka kapi. Gaga 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 gapi gap to the pee 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 gap to the pee da 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 di du 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 du. So nice, so nice. Okay, Leute, das war wieder ein Krampf, um in diese Situation zu kommen, aber ich bin in der Situation. Krass. Gapi wird mich tragen. Ja, 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 ja. Gaga gaga, pi 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 pi, ga zu dem Pi, zu dem Pi. Woo! Gaga pi, gaga pi, gaga 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 pi. I can see forever. I can see forever. I can see forever. Wow! Wow, Mom, Alter, war ein bisschen knapp, ne? Weißt du selber, hier ist ein blauer Stein. Okay. Devil Deal, was gibst du mir? Ich weiß nicht so genau, soll ich das jetzt als Beleidigung ansehen oder als Lob? Keine Ahnung. Zwei Luck Up immerhin. Ich meine, das ist auch nicht schlecht. Nehme ich gerne mit. Gab zu dem Pi, das ist Gagagapi. Meine kleine Freundin. Gapi, I'm so Gapi. I have three items for my own. I woke up in the middle of the worms. And the cat of my dream wasn't by my side. Then I go into the curse room. And I take a little chest. And in the chest was... A guppy item, Alter, wer hat das Lied erkannt, hä? Wer hat das Lied erkannt, hä? Wer hat das Lied erkannt, Leute? Es ist ein cooles Lied. Ach ja. Guppy, ey. Guppy. I love you so much, Guppy. I love you so much, Guppy. Bob! Grüß dich! Lang nicht mehr gesehen! Ja, ja, ich weiß, was ich gesagt habe. Ich hol dich gleich ab, okay? Ich hol dich gleich, ja, genau. Ja, genau. Ich komm gleich. Ach, Mann. Der gute alte Bobby. Ja, wie könnte ich ihn vergessen? Bob, ich nehme dich doch immer mit. Das nehme ich tatsächlich mit, auch wenn ich jetzt sterbe, wenn ich rausgehe.
Deswegen muss ich mich hier drinnen töten. Okay, nice. Nice one. So. Jetzt wäre es so cool, wenn wir einfach so einen Devil Deal kriegen könnten mit drei Items drinne. Weil ich kann jedes Item nehmen, weil ich nehme einfach immer, ich werde einfach immer einmal sterben und kann wieder reingehen durch mein Go-Z. Und ja, das ist ziemlich nice, ein ziemlich cooler Lauf. Und wir haben hier, boah, endlich mal ein bisschen Tears Up. Ich weiß nicht, wie lange ich schon hier keinen Tears Up mehr gesehen habe. Ups. Ich habe meine Pheromone aus Versehen eingesetzt. So ein Mist. Man kann den einfach töten. Ich habe das schon mal gesagt, aber es ist tatsächlich so. Ich habe Quicke Z, ne? Guck mal, ich habe Quicke Z. Guck mal, wie viel Damage ich mache. Ist echt nicht so gut. Bob? Ja, Bob. Ich habe dich nicht vergessen, Bob. Ich hol dich gleich. Okay? Ich hol dich gleich. Komm schon. Krass, wie wenig Damage. Oh, komm schon, Junge. Mach's doch nicht schlimmer, als es ist. Oh. Töte es. Töte es, solange du kannst. Okay, Devil Deal. Komm schon. Nice. Ich brauche kein Guppy-Item mehr. Ich nehme aber Bobs Rotten Head mit. Und soll ich das Book of Sin mitnehmen? Nee, ich glaube nicht. Ich könnte Guppys Hairball mitnehmen. Dann könnte ich mich nämlich dahinter verstecken. Bei Isaac und so zum Beispiel, ne? Also ihr wisst schon. Wäre, glaube ich, nicht die allerschlechteste Idee. Und Book of Sin könnte ich eigentlich schon mitnehmen. Ist halt die Frage, ich werde jetzt... Das war dumm. Das tut mir so leid, aber... Ich bin halt auch einfach echt dumm. Ja, ich bin auch einfach echt dumm. Ich glaube... Boah, nice. Nice. Bob! Wie kommst... Was machst du denn hier? Wir haben uns lang nicht mehr gesehen, ne, Bob? Ja, ja. Ach, ey, Bob, ich weiß, was ich dir versprochen habe. Ich weiß es. Ich werde dich immer mitnehmen, egal was passiert. Forever together und so. Forever together, Bobby und mich. Me. Ja, komm mit, Bob. Mein bester Freund. Mein bester Freund. Wenn ich Guppys Hairball mitnehme, dann opfere ich damit das weiße Herz. Das habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, aber... Wow. Ich mache es. Ich nehme es tatsächlich mit. Ich denke, es ist die richtige Entscheidung. So, und dann würde ich sagen, top, die Wette gilt. Auf zum Blue Baby in 10 Minuten. Wir haben jetzt 35:07. Ich werde diesen Lauf beenden unter 45 Minuten. Optimistisch. Ich bin tot. Wow. Wusste nicht, dass... Also... Ja, normalerweise dachte ich, stirbt man dabei. Vielleicht wurde das gepatcht. Das weiß ich nicht. Das könnte vielleicht sein, weil es echt schon ein bisschen unfair gewesen. So, Bob. Ich denke an dich. Bob, flieg! Na, oh. Da war eine Fliege schneller, ne? Da war eine Fliege schneller, ja, ja. Teufelskerle, diese Fliegen. Ich weiß, Bob. Ich weiß. Komm, flieg! Bob, flieg! Bob? Er ist schon weg. Ach so. Hab gar nicht gemerkt, dass du gegangen bist. Ja. Oh, Envy, Alter. Ohne Spaß. Oh. Ich hab keine Übersicht. Ich hab keine Ahnung, ob ich hier gerade irgendwas falsch mache. Ich wollte das Book of Sin ja mitnehmen. Shit. Ich denke, das hätte sich gelohnt. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Ist hier irgendwo ein blauer Stein? Nein. Hier ist kein blauer Stein. Nein. Hier ist kein blauer... Bob! Oh. Hätte ich fast vergessen, Bob. Oh, zwei Bolts of Steel. Nice. Ich glaube, die heben wir uns auf, bis wir beim Blue Baby sind. Ich glaube, der Blue Baby-Kampf ist für mich immer der schwierigste. Ist es für euch auch so ein Ding?
Ich denke eigentlich immer nur daran, was ich machen kann, um Blue Baby zu besiegen. So, Isaac, was laber ich? Ich meinte natürlich alles, was ich in den letzten 2 Minuten gesagt habe. Ich meinte damit doch Isaac. Ich will die Bolts of Steel Pillen mitnehmen, bis ich bei Isaac bin. Und der Isaac-Kampf ist für mich einfach immer das Schwierigste. Einfach immer so schwierig, der Isaac-Kampf. Ich weiß auch nicht. Da bin ich immer außer Puste. Ich glaube, das ist ein blauer Stein. Ja. Nice, nice, nice. Das ist ein blauer Stein. Das ist ein blauer Stein. In den mag ich hinein. Okay. Ihr habt nichts gehört. Ich habe auch extra in meinem Bart genuschelt. Ich habe momentan, Alter, ich habe einen Bart. Krass, ne? Ich habe momentan einen Bart. Alter, Alter. Ich muss mich unbedingt mal wieder rasieren, aber... Weißt du, das Ding ist, ich mag es ganz gerne ein bisschen, so meinen Bart tragen, weißt du, so, das mag ich ganz gerne, aber irgendwann ist natürlich zu viel. Nur, wenn es zu viel ist, dann ist so ein bisschen das Problem. Ey, oh, wow, Alter. Oh, Alter, verdammt. Das sind ziemlich viele Boys of Steel Pillen, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ja gut, nehme ich mit, ne? Nehme ich mit. Sag ich nicht nein. Sag ich nicht nein, da passe ich hinein. Ich kaufe das T-Shirt, oh nein, oh nein. Keine Ahnung, war so ein... Ich kaufe das T-Shirt-Song oder so. Frag einfach nicht. Frag einfach nicht, okay? So, Blue Baby, ich komme. Dieses Mal wird mich die Kathedrale nicht töten. Dieses Mal wird sie es nicht tun. Wow, Bob, danke, dass du da ein bisschen Rücksicht auf mich genommen hast. Wir sind schon ein gutes Team, Bob, ne? Du und ich und du aus uns beiden wird eine Crew. Ich glaube, so sagt man das im Neudeutschen. Eine Crew. Eine Crew bedeutet, dass wir so wie eine Gang bei... Wow, nehme ich mit. Wie eine Gang bei GTA. Ist auch eine Crew. Und das sind wir, Bob, du und ich. Ich nehme dich immer mit. Ich habe dir das versprochen. Bob. What? Yeah! Hä? Wo kommt denn? Was? Hä? Wie kommt denn? Hä? Wie kommt die da rein? 2020? What? Hä? Kann mir das jemand erklären? Warum ist da eine... Warum ist die Brille im Gold-Item-Raum-Ding? What? Ich check gar nichts mehr. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Kann mir das bitte jemand erklären? Warum? Warum ist denn in den Goldtruhen die 2020-Brille? Die gehört doch gar nicht zu dem Pool. Die habe ich doch noch... Ist das noch mein Isaac? Ist das noch mein Isaac? Ich würde mich ja echt gerne... Ich würde mich ja echt gerne hinter meinem... Wo ist mein Gapizerboy? Boah, mein Gapizerboy ist so klein, ich glaube. Da kann man sich nicht hinter verstecken. Das hat mich jetzt ein bisschen außer... Könnt ihr mir das erklären, bitte? Irgendjemand? Erklaration? Bitte? Was ist das? Was ist das schon wieder für ein Lauf, Alter? Das ist doch der Wahnsinn. Chocolate Milk, Chocolate Milk, Sacrifice Dagger und die Schere. Wir werden die Schere mitnehmen. Das ist kein Problem, Bob. Das wollte ich so. Ich wollte, dass wir beide uns da ein bisschen näher kommen. Ach so, ich habe ja Chocolate Milk. Ich dachte gerade, warum schieße ich nicht? Nein. Guck mich nicht so an. Nein. Ich habe Nein gesagt. Dann musst du das akzeptieren. So what the fuck? Yes. Yes. Mit Kakao. Boom. Ah, boom, boom, boom. And my heart goes boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Boom, boom. Wir können jetzt beim Blue Baby zweimal unsere... Wir können jetzt beim Blue Baby zweimal unseren Körper holen und das ist unfassbar viel Damage dann.
Number one, das ist geil, das ist geil. Number one, das ist richtig, richtig geil. Alter. Klar, meine Range ist jetzt ein bisschen im Ass, aber die geht noch. Die ist vollkommen okay. Und wenn man erst Yves Mascara einsammelt und dann Number One, ich glaube, das ist so ziemlich der Hauptgewinn. Ja. Tamis Head habe ich auf der letzten Ebene. Ne, habe ich hier. Das Problem ist, ich glaube, wenn ich die Schere jetzt ablege, wir können das einmal ausprobieren, dann hat die keine zwei Aufladungen mehr, oder? Doch. Auch wenn ich Tamis Head jetzt einsetze. Weil Tamis Head ist jetzt ziemlich cool eigentlich mit Kakao und Yves Mascara und all diesen ganzen Sachen. Wow, Bloody Last Rage. Jetzt müssten wir uns eigentlich ein bisschen Damage zufügen, damit unsere Tränen noch größer werden. Mr. Boom. Boom, 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 boom. Wisst ihr was, dann besiegen wir das Blue Baby halt einfach ohne die Schere. Meine Güte, so wichtig ist es jetzt auch nicht. Boah, wir kriegen einfach in jedem Raum eine Truhe. Nicht, dass ich mich beschweren will, ne? Sowas würde mir nicht in den Sinn kommen. Habe ich jetzt mein Gespräch mit Bobby überhaupt zu Ende gebracht? Bob, ich wollte dich auch schon beim ersten Mal mitnehmen, als wir uns gesehen haben. Es war aus Versehen. Ja, es war aus Versehen. Aus Versehen. Kann ich? Nee, es ist egal. Ich will gar nicht darüber reden, was ich gerade im Kopf habe, weil... Ich sollte eventuell auch Tamis Head einsetzen. Ja, aber nur dann, wenn auch Gegner da sind. Ich bin so ein Experte. Boah, habt ihr gesehen, wie grün der war, der Little Horned? Ich meine, der The Horned. Entschuldigen Sie, The Horned. Ich habe sie nicht Little genannt. Nein, nein. Gimpy, Sweet Suffering. Ich glaube, die Augen haben gerade ziemlich viel abgewehrt. Was mich natürlich nicht unbedingt glücklich macht, aber... Meine Güte! Gibt Schlimmeres im Leben. And my heart. Weißt du was? Wir machen uns jetzt mal hier ein bisschen Damage. Spoonbender. Oh, ich hab's noch leaf. Wir machen uns jetzt mal ein bisschen Damage. Ich meine, wir haben ja noch zwei Bolts aus Steelpillen, die wir auch benutzen sollten. Und wir haben das Rage-Item. Das bedeutet... Mit jedem Treffer werden wir stärker, indem wir uns hier Damage zufügen. Ich glaube, es könnte sein, dass wir jetzt schon am Maximum sind. Wow. Boom. Alter, nice. Sensen wären jetzt natürlich noch krass gewesen. Mit Sensen wäre es einfach mega. Oder allgemein einfach Piercing-Shots. Ich gehe noch ganz, ganz kurz. Entschuldigt das bitte. Eventuell gehe ich auch nochmal ganz kurz gucken, ob vielleicht doch die Schere zwei Aufladungen hat. Wenn nicht, dann nehme ich Tamis Head mit, glaube ich. Ich gehe einmal ganz kurz gucken, was im Geheimraum ist. Nur so, vielleicht ist da ja irgendwas Cooles, was ich gerne haben würde. Ja. Nee. Nee, das war jetzt nicht so gut, ne? Okay, dann machen wir mal hier, Pinky. Nicht aufgeladen, schade, schade. Dann nehmen wir Tamis Head mit. Und mit Tamis Head... Oh! Habe ich nicht gesagt, hier 45 Minuten? Haben wir leider nicht ganz geschafft, weil ich jetzt nochmal zurückgelaufen bin. Wäre ich nicht nochmal zurückgelaufen, hätten wir es geschafft. Ah, nee, oder? Schaffe ich es vielleicht sogar noch? Wenn ich reingekommen wäre direkt, dann hätten wir es geschafft. Meine Güte, was ein cooler Lauf. Bob, ich möchte nochmal ganz kurz sagen, ich habe dich aus Versehen vergessen. Ich wollte dich nicht liegen lassen, mein kleiner Freund. Schön, dass wir die Bekanntschaft machen durften, Bob. War ein cooler Lauf. Was bist du, Alter? Was bist du? War ein cooler Lauf. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und wenn euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Binding of Isaac Winstreak 1. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss!